Wir haben 100 ETFs, die sich nachhaltig nennen, getestet. Die Durchschnittsnote nicht zwischen ausreichend und mangelhaft. Aber das ist der Durchschnitt. Es gibt ein paar, die auch ganz ordentlich sind, was Nachhaltigkeit angeht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Finanzexperten im Interview. Ja, immer mehr Menschen wollen ihr Geld nachhaltig anlegen mit gutem Gewissen, doch nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig. Darüber wollen wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen und zwar mit einem Mann, der sich mit dem Thema bestens auskennt. Ich freue mich, Jörg Weber begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer und Gründer von ecoreporter.de. Hallo Herr Weber, schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, Herr Schick. Ja, die EU hat ja im vergangenen Jahr mit der sogenannten EU-Taxonomie und der Offenlegungsverordnung neue Regeln für nachhaltige Geldanlagen platziert. Ist es jetzt für Anlegerinnen und Anleger dadurch wirklich leichter geworden, nachhaltige Geldanlagen aufzuspüren und wirklich nachhaltig, das Geld anzulegen? Ich glaube, es ist eher schwieriger geworden. Man muss sagen, die EU hat sich alle Mühe gegeben und hat einen Wust an Gesetzen und Regeln erlassen. Die sind auch teilweise ganz sinnvoll. Die haben auch dazu geführt, dass viele Marktteilnehmer, auch Finanzinstitute wie Banken, das Thema nun ernster nehmen. Das Problem ist aber dabei, erstmal haben die Marketingabteilungen reagieren müssen und da liest man dann ganz viel zum Marketing von nachhaltigen Geldanlagen. Und wenn dann alle Banken nun behaupten, dass sie nachhaltig sind, dann fällt es für die Kundinnen und Kunden, dann fällt es ihnen eigentlich immer schwerer zu unterscheiden, welche sind denn nun wirklich nachhaltig. Und das ist das eigentliche Problem. Warum gibt es da überhaupt noch Fonds, ETFs? Gibt es ja zahlreiche, die das ESG-Kürzel, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, welche Geldanlagen für Sie wirklich im Moment die Favoriten sind. Aber schauen wir erst nochmal auf die Strukturen. Da gibt es immer noch Fonds oder ETFs, die eben ESG im Namen tragen, aber auch in nicht nachhaltige Unternehmen investieren. Wie passt das zusammen, fragt sich auch der Laie. Ja, man kann natürlich ein Produkt irgendwie benennen. Und wenn diese Bezeichnung so ein bisschen irreführend ist, dann kann sich kaum jemand dagegen wehren. Also ESG heißt ja Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Sozial, Unternehmensführung. Also irgendwie ökologisch, irgendwie sozial und irgendwie ohne Korruption und meinetwegen mit gleichen Löhnen für Männer und Frauen. Jetzt kann man natürlich sagen, da setzt man verschiedene Schwerpunkte und was heißt schon gleich, man kann da vieles drunter fassen. Also das, wie sich Produkte nennen und das, was wirklich drin ist, das ist oft eine Verständnisfrage und es ist oft so, dass jemand dann ESG sieht und denkt, oh, das ist aber hochökologisch, muss es aber nicht sein. Das ist ja auch das Problem, dass eben dieser Begriff Nachhaltigkeit eigentlich ja nicht geschützt ist, nicht einheitlich definiert. Und das soll sich ja jetzt auch dann ändern, wenn die EU vielleicht auch so ein EU-Eco-Label präsentiert. Das gibt es ja schon für, glaube ich, für Ernährung in dem Bereich und das soll eben jetzt auch für Finanzprodukte eingeführt werden. Wird sich dann daran etwas ändern, dass man wirklich auf Anhieb erkennt, ob ein Fonds oder ein ETF auch wirklich die höchsten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt? Naja, also das EU-Umweltzeichen ist ja erstmal ein seriöses Zeichen. Ist ja so ein bisschen so wie der blaue Umweltengel, den man ja aus Deutschland kennt. Da gibt es wirklich die Normen für, das ist für so ein Label schon eine seriöse Sache, die ja auch geprüft wird. Und was die EU da in dem Bereich diskutiert, ist durchaus auch anspruchsvoll. Letztlich werden da im Moment, die politische Diskussion ändert sich aber auch laufend, sechs Kriterien definiert. Vieles davon ist wirklich auch ganz sinnvoll. Also, dass zum Beispiel dann bestimmte Finanzprodukte sich auch nur nachhaltig nennen dürfen, wenn da Unternehmen zum Beispiel in einem Fonds sind, die wirklich überwiegend nachhaltigen Tätigkeiten nachgehen. Trotzdem ist das so, als Anlegerin oder Anleger wird man immer noch genau schauen müssen, stimmen denn die Kriterien der EU mit den eigenen persönlichen Werten überein. Da kann es natürlich Unterschiede geben. Wir haben das
in den letzten Monaten natürlich auch gesehen, da hat die EU dann einfach mal Atomenergie als umweltfreundlich definiert. Wenn sie das auch bei dem Eco-Label so tun sollte, braucht man jetzt nicht, dann werden viele Menschen in Deutschland natürlich das Problem haben, dass es da ein Siegel gibt, das etwas als nachhaltig definiert, was es in ihrer eigenen Ansicht nicht sein wird. Man rechnen Sie da mit der Einführung dieses EU-Eco-Labels? Da scheint es ja auch so, dass da ein bisschen getestet wird, so in den Hinterzimmern, aber dass da nicht viele Unternehmen bestehen jetzt, wenn man die Kriterien wirklich krass auslegt. Ist das wirklich das Hauptproblem, dass es noch so sich verzögert alles? Ja, ich glaube, wenn man, also diese Kriterien, die jetzt in der Diskussion sind, die sind ja nicht super stark. Trotzdem, wenn man sie anwendet, wird kaum ein Produkt mit dem Label ausgezeichnet werden. Ansonsten möchte ich zu den Vorhaben der EU keine Prognosen abgeben, denn die EU ist da immer wieder überraschend. Manches dauert unglaublich lange. Und da muss man gerade sagen, bei der nachhaltigen Finanzregulierung ist die EU zum Teil auch in einem Tempo vorangeschritten. Da ist man ja selbst kaum mitgekommen. Und der Markt kommt auch nicht wirklich mit. Und die Beraterinnen und Berater, die da draußen sind, in den Kundinnen und Kunden beraten, die haben es auch ganz schön schwer. Insofern, ich weiß nicht, ob es und wann es kommt. Es gibt ja durchaus gute Alternativen. Ich meine, Sie legen bei Eco-Reporter ja auch schon seit Jahren diese Nachhaltigkeitssiegel für Finanzprodukte, für Banken, auch für Anlageberatung auf. Wie gehen Sie da jetzt genau vor und wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von den gängigen ja, MSCI-Ratings, Global Ratings, Sustainable, was man da alles so hört? Da fahren Sie ja doch einen besonderen Ansatz, wenn Sie das mal kurz vielleicht erläutern könnten. Ja, unser Ansatz zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass wir gar nicht viele Anforderungen stellen und schon die wenigen, die wir stellen können, aber die meisten nicht erfüllen. Also man muss ja sagen, die wenigen, die wir mit unserem Siegel auszeichnen können, das sind ein paar Hände voll. Und das, was wir machen, ist, dass wir sagen, okay, wir schauen nicht auf eine allgemeine Nachhaltigkeitsdefinition, denn nach meiner Überzeugung gibt es ungefähr so viele Nachhaltigkeits- und Ethikdefinitionen, wie es Menschen gibt. Kann man meinetwegen am Beispiel Tierversuche mal beschreiben. Wir verlangen nicht, dass jetzt ein nachhaltiger Fonds sagt, so, wir verzichten auf Unternehmen, die Tierversuche durchführen, sondern wir verlangen, dass ein Fonds für sich das Kriterium Tierversuche definiert. Und dann kann er natürlich sagen, wir schließen Unternehmen aus, die Tierversuche machen für die Rüstungsindustrie, auf Schweine zu schießen. Um Patronen auszuprobieren, kann man ausschließen, muss man dann definieren. Man kann aber auch sagen, wir schließen Unternehmen nicht aus, die meinetwegen Medizin für Kinder herstellen. Oder wir schließen Unternehmen wiederum aus, die Tierversuche durchführen für kosmetische Produkte. Also wir verlangen, dass so ein Fonds das genau definiert, dass es auch transparent macht, dass man mal nachlesen kann, wie er es denn definiert. Und dann, und das ist vor allem der Punkt bei uns, wir schauen, ob der Fonds seine eigenen Vorgaben auch einhält. Das ist natürlich mit ein wesentlicher Teil. Und naja, das Ergebnis habe ich gerade schon gesagt, es sind nicht viele, die das Siegel bekommen. Ja, wenn man jetzt da auch schaut auf verschiedenen Geldanlageportalen, auch was die digitale Vermögensverwaltung zum Beispiel angeht, da ist es ja so, dass so ein kleiner Trend zu erkennen ist, dass man eigentlich von dem ESG wegkommt, weil man, wie Sie ja auch schon sagten, jetzt eigentlich keine rein nachhaltige Geldanlage anbieten kann und dann tritt einem immer öfter dieses Kürzel PAI ins Auge. Was hat es damit genau auf sich? Ja, das ist diese Kürzel, die sind ja ganz schön, weil man im Grunde genommen, wenn man es ausschreibt, das ist ja noch schrecklicher. Im Grunde genommen sind das Vorgaben für Unternehmen, die kennzeichnen sollen, was für schlechte Auswirkungen denn diese oder die Tätigkeit der Unternehmen haben. Das ist was, was sich aber eigentlich an die Unternehmen selbst richtet. Die sind also verpflichtet, so etwas zu veröffentlichen. Ja, also man muss Nebenwirkungen und Hauptwirkungen
dann als Unternehmen irgendwo öffentlich machen. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner Anlegerin oder irgendeinem Anleger wirklich weiterhelfen kann. Denn man muss sich einfach vorstellen, wenn man in so einem Fonds 60, 100 oder in einem ETF 600 Unternehmen hat, wie soll ein Privatmensch bei der Geldanlage dann, wenn er meinetwegen nur 10 solcher Produkte vergleicht, rausfinden, ja, was die denn für negative Nebenwirkungen in ihrer Geschäftstätigkeit haben? Das ist nicht zu schaffen. Sie selbst, Sie screenen ja im Endeffekt ja, so 100, ich glaube roundabout 100 ETFs haben Sie da schon Rating aufgelegt, auch eben für aktiv gemanagte Fonds. Jetzt ist ja auch immer wieder zu hören, dass die aktiv gemanagten Fonds beim Thema Nachhaltigkeit im Vorteil sind, weil sie eben nicht so sehr das indexbasierte Investieren verfolgen, sondern aus dem Index dann eben gezielt auch oder auch speziell aus einer Branche die Unternehmen rauspicken können, die wirklich auch Nachhaltigkeitskriterien vorbildlich erfüllen. Ist es so, dass da aktiv gemanagte Fonds im Vorteil gegenüber ETF sind? Sie sind auf jeden Fall im Vorteil. Sie haben es gesagt, wir haben 100 ETFs, die sich nachhaltig nennen, getestet. Die Durchschnittsnote nicht zwischen ausreichend und mangelhaft. Aber das ist der Durchschnitt. Es gibt ein paar, die auch ganz ordentlich sind, was Nachhaltigkeit angeht. Also die Durchschnittsnote bei der Nachhaltigkeit. Bei den Finanzen liegen die nachhaltigen ETFs in der Regel deutlich über ausreichend bis mangelhaft. Aber man muss einfach das System ETF sehen. Das ist ja ein Index. Und mittlerweile gibt es tausende Indizes. Im Grunde genommen, ein Index heißt ja vom Namen her, der soll das anzeigen. Aber wenn es tausende Anzeiger gibt, dann ist ja schon die Frage, was soll so ein Index eigentlich anzeigen? Und der ETF bildet dann diesen Index ab. Das heißt, er kauft alle Aktien, die im Index sind. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich zeige mal die Solarindustrie an und nehme da alle Solaraktien rein. Dann zeigt mir der Index, wie sich die Solarindustrie insgesamt entwickelt und der ETF hat alle die Aktien da drin. Als Fondsmanager, der aber dann aktiv so ein Vermögen verwalten kann, habe ich es dann natürlich einfacher, wenn ich sage, okay, ich mache einen Solarfonds. Denn da kann ich ja zum Beispiel auch die Solarunternehmen ausschließen, die in China tätig sind und Zwangsarbeiter für sich arbeiten lassen. Ich kann sowas auch als ETF tun und sagen, ich arbeite mit vielen Ausschlusskriterien, mit strengen Nachhaltigkeitskriterien. Unsere Erfahrung aus diesen 100 Tests ist aber bisher, die Indexkreateure tun sich mit sowas erheblich schwerer, als sich die Nachhaltigkeitsfondsmanagerinnen und Manager tun bei der Auswahl der wirklich nachhaltigen Werte. Können Sie da vielleicht so zwei, drei positive Beispiele im Bereich ETFs mal nennen? Ich glaube, Sie hatten mal eine Zeit lang auch diesen BNP Paribas Low Carbon empfohlen. Der müsste noch dabei sein mit, oder der gut abgeschnitten hat. Wie schaut es da mit dem Global Clean Energy aus? Das ist ja auch immer öfter zu hören jetzt, wenn es da um saubere Also, Energie geht. wir haben wirklich das Problem dabei, dass wir dann auch ja solche ETFs sehen und die vom Titel ja erstmal ganz interessant finden und dann die vielleicht gerade bei so einem Erneuerbare Energien-Index und ETF erstmal feststellen, oh, ist alles ganz gut. Und dann guckt man 3 Monate später rein und testet den nochmal, wenn man mitgekriegt hat, oh, die haben den Index deutlich geändert und stellt dann fest, ja, da ist nicht nur erneuerbare Energie drin, da ist jetzt plötzlich auch wieder Öl drin. Also im Grunde genommen muss ich auch sagen, ich müsste ständig auf unsere eigene Liste gucken und dann muss die Redaktion noch ständig weiter testen, weil diese Indizes ändern sich ja auch. Aber im Grunde genommen kann man einfach nur sagen, es gibt ganz wenige nachhaltige ETFs, die den Namen verdienen. Trotzdem würde ich schon sagen, es kann ja sinnvoll sein, in einen auch nicht komplett nachhaltigen ETF mal eine Summe zu investieren. Denn wenn man an seine Altersvorsorge denkt und nicht daran,
was man jetzt für die Welt im Klimaschutz meinetwegen erreichen will, sondern wirklich mal an sich denkt. Ist ja in gewissem Sinne auch okay, kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, dann kann es schon sinnvoll sein, in so einen breit streuenden, nachhaltigen ETF zu investieren, auch wenn er im Bereich Nachhaltigkeit nur eine 4 bekommt. Vielleicht hat man noch ein bisschen mehr Geld dann für einen nachhaltigen Fonds auch noch übrig und vielleicht kann man da ein bisschen streuen, einen Fonds, einen ETF. Das halte ich schon auch für sinnvoll. Ich will die nachhaltigen ETFs jetzt nicht verdammen zur Geldanlage und auch für Altersvorsorge, Vermögensbildung kann das sinnvoll sein. Wer da eben sich auch diese ETFs anschaut, mit dem Kürzel ESG zum Beispiel, SRI, Social Responsible Investment, heißt sozial verantwortungsvolles Investieren. Es gibt auch Impact-ETFs, das heißt dann wirkungsvolles Investieren, kommen auch gleich noch drauf. Aber da begegnet einem auch immer wieder diese Bezeichnung Artikel 8 Fonds, hellgrün, Artikel 9 Fonds, dunkelgrün. Wo liegen da genau die Unterschiede? Wenn Sie das dem Laien vielleicht noch mal ganz kurz erklären könnten, bitte. Das Wichtigste ist, eigentlich kann man es vergessen. Das ist so, als ob Sie mit einem Auto zum TÜV fahren und der TÜV seine Funktion geändert hat und der sagte Ihnen, ach, jetzt können Sie hier eine Plakette mit 3 Sternen und eine ohne bekommen. Die kosten auch ein bisschen was. Also diese Einordnungen werden ja nicht kontrolliert. Das ist eine Selbstkennzeichnung der Anbieter. So, und da sind die Anbieter natürlich jetzt zunächst mal am Anfang sehr frei damit umgegangen, haben dann gesagt, so Artikel 8, das sind die nicht ganz so nachhaltigen, aber da ist auch schon ein bisschen Nachhaltigkeit drin. Und Artikel 9, da ist schon eine nachhaltige Wirkung beabsichtigt, da kommen wir ja noch drauf. Aber die haben das dann vergeben. Und dann haben mal Aufsichtsbehörden darauf hingewiesen, ja, ihr vergebt diese Klassifizierung für euch zwar selbst und sagt das auch den Kunden, aber ihr müsst schon damit rechnen, wenn ihr was Falsches sagt, dann ist das vielleicht auch Greenwashing und das kann gegen Wettbewerbsverbote verstoßen oder Wettbewerbsregeln verstoßen. Da wir in letzter Zeit da ein paar Prozesse hatten, sind die Anbieter sehr hellhörig geworden und haben dann erstmal munter von Artikel 9, also strenger nachhaltig, wieder zurückgeordnet in Artikel 8. Von Artikel 8 haben sie es dann in Artikel 6 gar nicht nachhaltig eingeordnet. Und die ganz Vorsichtigen, die so richtig nachhaltige Produkte mit Wirkung auch hatten, die haben es schon am Anfang manchmal gar nicht in Artikel 9 eingeordnet, weil sie ein bisschen Sorge hatten, wie das denn alles vielleicht mal kontrolliert wird. Unterm Strich muss man sagen, das hilft im Grunde im Moment den Kundinnen und Kunden nicht wirklich weiter. Sie müssen gucken, was dahinter steckt. Und sie können es an dieser reinen Bezeichnung Artikel 6, 8, 9 nicht feststellen. Dann kann man es vielleicht an der Bezeichnung Impact dann feststellen. Also das habe ich zumindest jetzt bislang immer gedacht. Da ging ich davon aus, okay, Impact Investing, das ist eigentlich der höchste Standard, wenn man nachhaltig investieren will, weil man dann eben mit seinem Investment auch was Positives bewirkt, einen positiven Einfluss, Impact auf Umwelt, Soziales und Gesellschaft ausüben kann, auch auf die Unternehmensführung. Ist es wirklich so oder besteht da auch die Gefahr des Greenwashings? Also die Gefahr des Greenwashings besteht dann, wenn jemand den Begriff Impact verwendet in einer Form, die nicht mit dem Verständnis von Anlegenden übereinstimmt. Also Impact heißt ja eigentlich Wirkung. Und es ist natürlich klar, normalerweise, wenn ich als Kunde Geld anlegen will, dann will ich Sicherheit, will Rendite. Aber ich möchte vielleicht auch, dass meine eigene Geldanlage etwas tut, um die Welt ein Stück besser zu machen oder zumindest nicht schlechter. Also zum Beispiel etwas gegen den Klimawandel tut. So, und da müssen wir ja sagen, schon in den 90er Jahren gab es meinetwegen Wind- und Solarfonds, dass das Geld wirklich in Solaranlagen geflossen, in Windkraftanlagen. Die haben umweltfreundlich Strom erzeugt. Das waren Impact-Investments. Also schon vor 30 Jahren, als dieser Begriff in dem Bereich gar nicht verwendet wurde. Und da muss man sagen, so jetzt Impact, wie das definiert ist, das ist definiert als meinetwegen bei einem Aktienfonds. Da sind Aktien drin, die deren Unternehmen dem Klima zum Beispiel nicht schaden. Da muss man aber sagen, das ist eine naive bis verdummende
Definition davon, was wirklich Wirkung erzeugt. Denn wir wissen ja alle, wenn meinetwegen ein Solarfonds lauter Solaraktien kauft, dann ist das ja nicht so, dass das Geld der Anlegenden jetzt in das Solarunternehmen fließt und das baut damit lustig Solarmodule, sondern die Solaraktien verkauft ja die Aktionärin oder der Aktionär, die sich jetzt gerade sagen, oh, vielleicht ist Rüstungsindustrie viel lukrativer. Das Geld geht also zu Aktionären und Aktionärin, geht nicht in die Unternehmen. Und das, was also im Moment so als Impact definiert und bezeichnet wird, ist im Grunde genommen etwas, wo man sagen muss, ja, da entsteht aber in Wirklichkeit gar keine Wirkung, weil man nicht weiß, was die Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien verkaufen, denn mit dem Geld tun. Wo aber wirklich Wirkung entsteht, das ist bei ganz wenigen wirklich tollen, nachhaltigen Fonds, die auch finanziell ganz okay sind. Es gibt zum Beispiel einen Anbieter Etius oder auch so eine recht konventionelle Sparkasse wie die österreichische Sparkasse hat mit ihrer erste Geldanlagenschiene einen Fonds rausgebracht, wo man wirklich sagen muss, ja, die gehen auf Hauptversammlungen, die treten in Dialog mit dem Vorstand von Unternehmen, sorgen dort für Nachhaltigkeit, kritisieren öffentlich, was an nicht nachhaltigem läuft. Das ist für mich echte Wirkung. Und dann gibt es natürlich in Deutschland ganz wenige Mikrofinanzfonds, bei denen man auch sagen muss, okay, da fließt Geld wirklich in Kleinstunternehmen, in Schwellenländern und das Geld arbeitet da. Kann man da pauschal sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich so einen vorbildlichen Impact-Fonds, Sie haben ja zwei Beispiele genannt, nehme, dann geht es auch ein bisschen natürlich zu Lasten der Rendite oder ist das ein Pauschalurteil, das so nicht stimmig ist, dass ich da die Impact-Fonds oder auch sag mal, vorbildliche ESG-Fonds da hinter konventionellen Anlagen nicht verstecken zu brauchen? Das kann man so nicht sagen, dass die Rendite von der Strenge des Fonds beeinflusst ist. Also das ist ein bisschen seltsam. Man sollte ja denken, ah, wenn ich jetzt ganz breit streue, dann ist das Ganze vielleicht von der Rendite sinnvoller. Aber die ganzen Untersuchungen zeigen, letztlich liegt es einfach an der Qualität des Fondsmanagements. Da kann man sehr strenge Kriterien haben und wir haben da immer wieder Fonds dabei, die wirklich streng sind und unter den Spitzenreitern sind, von denen, wenn man dann nur mal die Rendite sieht, nicht nur bei der Nachhaltigkeit auch so streng sind, sondern auch wirklich gute Renditen erzielen oder Wertzuwächse. Dann schauen wir gerne auf das einzeltitelbasierte Investment noch. Es ist ja wirklich schon ein bisschen was für Fortgeschrittene, muss man sagen. Ich meine, ich kenne Sie noch zu den Anfängen der Solarzeiten. Da war es ja ein wirklicher Hype, muss man sagen, mit den ganzen Solaraktien. Haben wir uns auch kennengelernt auf der Intersolar damals, die weltgrößte Leitmesse für Solarindustrie. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Weltmarktführer waren da auch dabei. Qcells, SolarWorld, von denen ist eigentlich nur noch Schall und Rauch übrig geblieben, was die Namen angeht. Wer hat da jetzt, wenn man die Branche allein anschaut, die Solarindustrie jetzt verglichen auch mit der Windkraftenergie? Es war ja auch immer so ein bisschen Konkurrenz. Windkraft hatte war immer ein bisschen im Nachteil, sie auch in Bayern, weil sich viele halt per Volksbegehren gegen diese Windräder eben aufgeregt haben, muss man ja sagen, und auch da das verhindert haben, dass sich der Bau da beschleunigt. Das scheint jetzt ein bisschen, zumindest sind die Hürden abgebaut. Heißt, die Windkraft hat Ihrer Meinung nach im Moment mehr Wachstumspotenzial als die Solarindustrie oder kann man das auch nicht so pauschal sagen? Ich glaube, beide Branchen haben ein Riesenpotenzial. Wir haben keine andere Energiequellen, die das, was wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren brauchen, wirklich so realisieren können. Und wir sehen im Moment, natürlich in Deutschland, wir haben beim Strom 50% Anteil erneuerbarer Energien. Aber das ist Deutschland. Und wenn man es ganz runterrechnet auf alle Energien im Verkehr, in der Heizung, in der Industrie, dann sind wir in Deutschland erst bei einem Anteil von 13% erneuerbarer Energie. Wir werden aber weltweit auf einen Anteil von 80 bis 90% kommen müssen innerhalb weniger Jahrzehnte. Das ist ja eine Energierevolution. Und beides wird nur mit Solarenergie und Windenergie funktionieren.
Wir haben riesige Chancen. Auch deshalb, das muss man immer wieder betonen, weil die Energie so billig ist. Wenn man in die Medien schaut, dann wird natürlich immer noch berichtet, die Energiewende, die kostet. Was daran so verkürzt ist, ist auf der anderen Seite aber auch, sie spart natürlich unglaublich ein. Ich brauche keine Kohle mehr zu kaufen, kein Gas, kein Öl. Ich muss nur die Anlage hinstellen und dann brauche ich noch einen Rotorblatt-Wischdienst, der die toten Fliegen von den Rotorblättern kratzt. Und ich muss die Technik im Auge haben, dann läuft die Windkraftanlage. Ich muss das, was die wirkliche Energie liefert, ja nicht mehr bezahlen. Und man kann das zum Beispiel in Deutschland, wenn man einfach mal googelt, sehen, der Preis, der für Windstrom bezahlt wird, der liegt im Moment so bei 5, manchmal sogar unter 5, bis vielleicht 6, 7 Cent. Und dann vergleicht man mal damit die eigene Stromrechnung und da sieht man, da sind ganz viele Steuern drauf und sonst was. Aber der Strom aus den erneuerbaren Energien ist unglaublich billig geworden und uns ist oft noch im Kopf, dass er vor ein paar Jahren mal recht teuer war. Aber ich habe letztens im Fernsehen einen saudi-arabischen Prinzen gehört, der hat gesagt, ja, wir stellen die Kilowattstunde an Solarenergie bei uns dann für unter einem Cent her. Das heißt, das ist im Grunde genommen billiger als Öl in der Herstellung. Also beide Branchen haben riesige Chancen, natürlich vor allem in Ländern wie Saudi-Arabien oder auf Kontinenten wie Australien oder in Chile. Aber selbst bei uns, wie gesagt, die Preise 5 bis 6 Cent bei der Solarenergie zum Beispiel, bei größeren Anlagen, das kann kein Kohlekraftwerk unterbieten. Ja, da muss ich aber jetzt noch einen kleinen Einwand bringen mit dem Netzausbau, bevor wir jetzt dann auch noch auf aussichtsreiche Kandidaten von Ihnen schauen. Da ist ja auch immer wieder zu hören, okay, wenn natürlich so enormer Zubau ist, kollabieren vielleicht auch unsere Netze, weil sie den ganzen Spitzenlaststrom nicht mehr auffangen können. Da muss ich doch auch noch einiges tun. Also Milliardeninvestitionen, TenneT, hört man auch nichts, da geht es auch nicht voran. Ich meine, da muss doch der Staat eigentlich erstmal schauen, dass er eine vernünftige Infrastruktur bereitstellt und dann sich um den Zubau kümmert. Oder sehe ich das verkehrt? Ist das nicht das Pferd von hinten aufzäumen, so wie man es jetzt im Moment angeht? Also ich sehe das genauso wie Sie. Wenn man Strom irgendwo produziert, muss er ja auch letztlich dahin kommen, wo er verbraucht wird. Und man kann den Strom nicht immer da produzieren, wo er nun verbraucht wird. Völlig richtig. Der Staat hat das verschlafen. Die jetzige Bundesregierung geht das offensiver an als die Regierung der letzten 4 Legislaturperioden. Da wurde vieles kaputt gemacht, aber auch vieles verschlafen. Ich habe schon das Vertrauen in die Technikerinnen und Techniker in Deutschland, dass sie vieles können. Die Zeit fehlt ein bisschen und es fehlt vielfach der politische Wille. Also, Sie gehen schon davon aus, dass wir das Problem in den Griff bekommen, dass es da keine Blackouts gibt, wenn der Spitzenlaststrom zu groß wird. Nein, vom Blackout müssen wir, sagen wir so, wir haben täglich Blackouts in Deutschland, das merkt nur keiner. Also da sitzen Leute, die ihre Regelung schon verstehen, das ist alles anspruchsvoller geworden. Ja, nicht mehr die Phase wie in der Anfangszeit der neuen erneuerbaren Energie des lustigen Einspeisens, da steckt eine irrsinnige Technik dahinter. Aber die Leute können das. Es wird schwieriger werden, aber wir werden auch mehr Speicher haben. Wir werden die Vernetzung von Elektroautobatterien mit dem Stromnetz haben. Ich meine, wer sich daran erinnert, die Älteren wie ich können das noch. Es gab mal so Telefone, da hat man mit einer Wählscheibe telefoniert. Das stimmt, die kenne ich auch noch. Und wenn man dann überlegt, wie schnell sich Handys durchgesetzt haben und wenn man dann überlegt, die Energiebranche, die ist natürlich unheimlich unflexibel. So ein Kraftwerk wie ein Atomkraftwerk, das baut man nicht mal eben dahin. Aber letztlich ist es schon so, wir müssen ja nicht morgen fertig sein, sondern in ein paar Jahren. Aber damit wir in ein paar Jahren damit fertig sind, muss die Politik jetzt endlich mal auf die Tube drücken.
Steckt auf jeden Fall ordentlich Musik drin, auch was die Wachstumsraten angeht, haben wir schon gesprochen. Photovoltaikunternehmen, Solarunternehmen, EU, hehres Ziel ausgegeben, bis 2050 sollen wir klimaneutral sein. Deutschland will da schon ein bisschen voraus ein, bis 2045 soll es dann soweit sein. Da ist auf jeden Fall ordentlich Wachstum drin. Welche Solar- und Windkraftunternehmen zählen da im Moment dann zu den aussichtsreichsten Kandidaten für Sie? Welche stehen auf Ihrer Watchlist im Moment? Ja, ich würde mich, wenn ich in dem Bereich Geld anlegen möchte, und der ist schon sinnvoll, dann würde ich mich im Moment auf diejenigen Unternehmen konzentrieren, die entweder sehr international aufgestellt sind oder und Energie erzeugen. Wir haben zum Beispiel ein dänisches Unternehmen, Ørsted. Wenn man früher nach Kopenhagen gefahren ist, da hat man deren Kohlehalden gesehen. Die haben Kohlekraftwerke betrieben. Mittlerweile haben die fast komplett umgestellt auf erneuerbare Energie und betreiben viele Offshore-Windparks. Das ist also sowas wie RWE auf Dänisch und dann auch noch in Grün. Ja, also die haben die Transformation geschafft. Die können auch günstigen Strom liefern. Sie müssen ja kein Öl oder keine Kohle dafür einkaufen. Und da, wie gesagt, der Strombedarf steigen wird, gehe ich auch davon aus, dass die Aktie sehr gute Chancen hat. Ein bisschen kleiner, zum Beispiel in Großbritannien gibt es ein Unternehmen Green Code, UK, also United Kingdom Wind, die setzen auf Windkraftanlagen, die aber wirklich auch schon laufen und den Strom produzieren. Wir haben dann auch in Deutschland 7C Solarparken, also vor allem Solaranlagen. Auch diese Anlagen laufen. Dann muss man immer sagen, es gibt da so eine komische Regel. Je mehr Anlagen so ein Unternehmen hat, desto wertvoller ist es. Und zwar steigt das ein bisschen überproportional an. Das heißt, die haben eine gewisse Größe überschritten, wenn sie dann dazu kaufen. Dann wird die Aktie und das Unternehmen immer mehr wert, obwohl die einzelne Anlage ja nicht unbedingt teurer wird. Und das kann bei den kleinen Unternehmen ganz interessant sein. Das waren also die Erzeuger. In Deutschland gibt es noch mehr, in Encavis zum Beispiel, aber die sind natürlich auch bekannt. Die sind auch mittlerweile als Aktie nicht mehr billig. Was ich ganz interessant finde, ist ein Unternehmen, was sehr international mittlerweile erneuerbare Energieanlagen plant und baut, ein ingenieurgeführtes Unternehmen aus Wiesbaden, Avovind AG. Die sind einfach richtig guter deutscher Mittelstand, aber sind börsennotiert, international tätig, und ich glaube, die haben einfach auch viele Chancen, weil man einfach weiß, deren Aufgabe ist es ja, die großen Anlagen irgendwo hinzusetzen, da wo sie gebraucht werden, da wo sie auch günstig Strom produzieren, und sei es in Argentinien. Also, da höre ich schon ein bisschen so raus, da setzen Sie doch oder favorisieren doch eher so die Unternehmen, die nicht nur herstellen, sondern eben auch starkes Projektgeschäft haben. Weil mir fallen dann natürlich auch gute Techniklieferanten aus Deutschland ein, wie eine SMA Solar, Weltmarktführer bei Wechselrichtern, waren sie zumindest mal. Weiß nicht, ob es immer noch so ist mit den Chinesen. Und eine Nordex zum Beispiel auch, Windkraftanlagenhersteller, der seine Anleger ja in den letzten Jahren, sage ich mal, durch etliche Hochs und Tiefs gejagt hat. Wie schaut es da mit diesen Unternehmen aus, wenn man jetzt auf die reinen Hersteller schaut? Ich mag die Unternehmen, aber ich mag nicht unbedingt die Aktien empfehlen für Leute, die auf Sicherheit setzen. Und zwar liegt das gar nicht so sehr an den Unternehmen selbst. Das klingt jetzt sehr paradox, aber es ist einfach so, dass das natürlich auch Märkte sind, die unter, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, politischen Verwerfungen zu leiden haben. Also ein Krieg zum Beispiel kann so viel ändern. Der kann dann natürlich auch bedeuten, dass plötzlich wieder Solarproduktionen nach Deutschland verlagert werden, dass ein Unternehmen, das Wechselrichter herstellt, plötzlich vielleicht in wenigen Jahren gar nicht mehr so sehr unter der chinesischen Konkurrenz leiden wird. Das wäre eine Chance von SMA. Aber ich weiß nicht, was die Politik zu China entscheiden wird. Das wird sicherlich daran liegen, auch wie sich insgesamt Russland, China und alle diese Konfliktherde weiterentwickeln werden. Also die Hardware-Lieferanten, die sind absolut notwendig für die Energiewende,
Aber wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass man sehr schlecht voraussagen kann, welcher Hardware-Lieferant wirklich erfolgreich sein wird. Ich glaube schon, eine Vestas Wind wird erfolgreich bleiben, obwohl wahrscheinlich viele chinesische Windkrafthersteller auch immer mehr in den europäischen Markt dringen werden. Bei Nordex weiß ich nicht, ob die Größe ausreichen wird, um auf Dauer mitzumischen. Heißt aber nicht, dass das Unternehmen irgendwann komplette Schwierigkeiten haben wird, oder vielleicht wird es irgendwann übernommen werden. Starke Nerven braucht man auch beim Thema Wasserstoff. Da scheiden sich auch die Geister im Moment. Ist ja noch viel Zukunftsmusik in dieser Branche, noch recht jungen Branche, muss man sagen. Wie schätzen Sie da die aktuelle Lage im Moment ein? Würden Sie da in den Bereich investieren oder ist das für Sie noch zu früh? Ich meine, die sind ja wirklich äußerst hochgeschossen vor 3 Jahren und mussten dann aber auch wirklich dann auch eine harte Bauchlandung hinnehmen. Wie schaut es da im Moment aus bei Wasserstoffaktien? Also eins kann man mit Sicherheit sagen, die Wasserstoffbranche als solche ist in der Zukunft absolut notwendig. Das Problem ist, die Unternehmen und Aktiengesellschaften müssen bis in die Zukunft, wo dann wirklich das Geschäft entsteht, durchhalten. Und ich glaube, das werden nur wenige können. Und man weiß heute einfach nicht, welche das sind. Also ich komme aus Dortmund, auch unser Büro, Redaktion ist hier in Dortmund. Wenn ich die B1 langfahre, kommen wir an einem riesen Schild vorbei. ThyssenKrupp hat da stehen, auch wir kochen nur mit Wasserstoff. Ist ja schön. Ich glaube aber, die kochen auch gar nicht viel mit Wasserstoff. Also soll heißen, die wollen mal grünen Stahl herstellen mit Hilfe von Energie, die sie aus Wasserstoff gewinnen. Wir wissen, dass ganz viele Industrien auf Wasserstoff angewiesen sein werden. Vielleicht wird auch die Logistik, also LKW meinetwegen, auf Wasserstoff angewiesen sein. Das wird absolut das Mittel sein, der Wasserstoff, mit dem man sagen wird, so die Energie, die durch Wind und Sonne gewonnen wird, wird zu Wasserstoff umgearbeitet, kann dann transportiert werden und an der nötigen Stelle auch verbraucht werden. Vielleicht in 3 Jahren, vielleicht in 10 Jahren. Und durchhalten werden Linde und Air Liquide, die jetzt schon Wasserstoff herstellen, der aber größtenteils einfach noch gar nicht grün ist. Der wird noch nicht mit erneuerbaren Energien größtenteils gewonnen. Also die werden durchhalten. Bei allen anderen muss man sagen, ja, vielleicht wird das gut gehen, man weiß es nicht genau. Es gibt Brennstoffzellenhersteller wie Bloom Energy, haben schon 1 Milliarde Umsatz jetzt, immerhin. Ja, Viele Plug Power, ITM Power, Nel Asa, wie sie alle heißen. Der Hype ist auf jeden Fall verflogen mittlerweile. Ja, also Geld, mit dem ich in meiner Rentenzeit leben möchte, würde ich darin nicht anlegen. Lieber in Linde oder Air Liquide. Klar, es gibt auch so deutsche Unternehmen aus Hessen, meinetwegen FCS, SFC Energy. Ja, da läuft es auch. Das sind so Nischenlösungen. Für Wohnmobile und Ähnliches braucht man alles. Aber die große Zeit, die wird kommen, wenn ich wirklich sage, Stahl, Zement, Ähnliches und LKW-Transporte, die werden mit Wasserstoff abgewickelt. Da werden wir unbedingt hin müssen, aber wir sind da noch nicht. Geben Sie da dem Verbrenner auch noch Chancen? Ich meine, das Thema ist ja noch nicht ganz durch. Mit den E-Fuels auch, Wasserstoffbasis, Brennstoffzelle, PKW. Natürlich haben da Verbrenner Chancen. Diese E-Fuels, also ich meine, wir tanken ja heute an der Tankstelle teilweise schon E-Fuels in der Beimischung, redet keiner mehr drüber. Was man jetzt als E-Fuels im Auge hat, ist aber im Grunde genommen, dass da ein synthetischer Kraftstoff hergestellt wird. Jetzt meinetwegen in Chile ein Projekt zusammenarbeitet mit Porsche und anderen, die aus Windenergie und Solarenergie dann diese synthetischen Kraftstoffe herstellen. Die werden dann demnächst, wenn da mehr Windanlagen in dem Projekt stehen, werden die wahrscheinlich in der Formel 1 oder bei anderen Rennen dann eingesetzt, damit die dann grün sind. Alles gut, ist eine Erprobungsphase. Ich glaube, es ist auch total sinnvoll, das zu erproben. Insgesamt, das ist physikalisch einfach so. Ich
braucht Wind- und Solarkraftwerke, um dann daraus mit Hilfe von CO2 einen synthetischen grünen Kraftstoff herzustellen, und den verbrenne ich wiederum im oft ganz normalen Verbrenner. Also ich glaube, dass damit Oldtimer fahren werden. Gar nicht so ein kleiner Markt in Europa. Aber wenn ich es rein physikalisch sehe, dann kann ich natürlich die Energie, die mir die Solaranlage liefert, direkt auch in die Batterie einspeisen. Das ist insgesamt ungefähr doppelt bis dreifach so effizient, als wenn ich über den Umweg dieser synthetischen E-Fuels gehe. Also, wie gesagt, für alte, schon fahrende, schon produzierte Verbrenner mag das noch ein Ausweg sein, damit die auch grün unterwegs sein können, ist sinnvoll. Insgesamt glaube ich, dass die Mobilität gerade bei den neuen Fahrzeugen, bei den Pkw auf Elektromobilität gehen wird. Das ist noch alles so jung. In ein paar Jahren werden wir dieses Reichweitenproblem, diese German-Reichweitenangst, die werden wir nicht mehr so haben, weil die Autos dann auch mit anderen Batterien, mit anderen Rohstoffen fahren werden. Wir werden schneller laden. Da muss man einfach der Industrie auch noch ein paar Jahre Zeit geben. Und dann haben die E-Fuels in dem Bereich wenig Chancen, bei LKW und Oldtimern aber wahrscheinlich doch noch. Man sieht es ja auch in Norwegen, gibt es ja doch einige Länder, die zeigen sich da sehr vorbildlich. Norwegen, glaube ich, 100% erneuerbare Energien, verkaufen ihr ganzes Öl ins Ausland und man kann sogar umsonst den Strom tanken für das eigene batteriebetriebene Auto. Herr Weber, das war sehr interessant. Vielen lieben Dank, hat mich auch wirklich gefreut. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, dass wir da wieder an die alten Zeiten anknüpfen konnten, sage ich jetzt mal. Vielleicht wird es ja mal wieder so ein Hype auch in der Solarindustrie. Bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass da ein bisschen mehr vorangeht, auch was das Thema Netzausbau angeht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Jörg Weber, Chefredakteur, Geschäftsführer und Herausgeber, Gründer von ecoreporter.de. Besten Dank und freue mich schon aufs nächste Interview. Herr Schick, ganz vielen Dank Ihnen auch für die guten Fragen. Es hat Spaß gemacht. Alles Gute Ihnen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Investiert ihr nachhaltig? Ist es euch wichtig, nach ESG-Kriterien Impact Investing zu investieren? Oder sagt ihr, nö, ist mir alles egal, ich mache es lieber konventionell? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Auch liken, weiterleiten, Kanal abonnieren nicht vergessen eben. Damit helft ihr uns, dass unser Kanal weiter wächst. Noch passend zum Thema hier ein Video von meinem Kollegen Luis Ropero zum Thema Impact Investing. Stellt euch ein paar Einzeltitel vor, die sich in Sachen Nachhaltigkeit besonders hervortun. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder hier dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.